okay, wenn ich jetzt mit 50 nur noch 25 letzte Sommer habe, was will ich denn noch erleben? Mhm. Wie hast du diese Frage für dich beantwortet? Ja, ich fand diese Frage, sie könnte jeder hier, glaube ich, in diesem Raum, wie möchte ich eigentlich leben? Das ist gar keine Stefan-Schäfer-Frage. Ich glaube, ich könnte jetzt jeden hier ansprechen und jeder würde jeden Alter sagen, Herr Müntefering hatte das gerade, wie möchte ich meine Zeit verbringen? Ja. Das war eine Frage, die hat mich immer umgetrieben und die fand ich immer wahnsinnig interessant. Wie möchte ich meine Zeit verbringen? Und ich bin auf jemanden getroffen, sozusagen, der ein ganz anderes Leben lebt, der sich eigentlich sozusagen tagtäglich um was Reduzierteres, um Kartoffeln kümmert, um genau das Gegenteil dieses Lebens. Jetzt hast du ich gesagt, also ist es doch biografisch. Nein, es ist natürlich, es ist ja immer die gleiche Antwort. Da ist ganz viel Persönliches und Erfahrenes von mir drin, trotzdem bleibt es ein Roman. Und ich wollte sozusagen gucken, wie möchte ich meine Zeit verbringen zukünftig? Was möchte ich machen und wo setze ich meine Schwerpunkte? Und ich finde diese Frage übrigens, ich finde die ganz wichtig. Und übrigens, es gibt, deswegen habe ich keinen Ratgeber geschrieben, es gibt darauf überhaupt keine Antwort. Herr Müntefering, ich dachte vorhin, ich würde gefragt, was ist jetzt, nachdem du das Buch geschrieben hast, für dich das, die Antwort darauf? Ich hätte gesagt, menschliche Beziehung. Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Ich glaube, das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist menschliche Beziehung. Auf die sollte man viel Zeit und Wert legen. Aber der Rest, ich habe keinen Ratgeber geschrieben, weil ich niemandem sagen kann, wie er zu leben hat. Mhm. Ja? Ich wollte für mich aber eine Entscheidung treffen und sagen, durch das geschriebene Wort gebe ich dem Ganzen noch mal eine neue Richtung. Jetzt hast du gerade gesagt, du warst 50, als du dir diese Frage gestellt hast. Mhm. Heino Ferch ist 60 geworden. Wer sagt das? In der Zwischenzeit. Von seinem letzten Besuch bis jetzt. Bei dir im Leben auch mal diesen einen Punkt, wo du dir bewusst gemacht hast, wie viele Sommer sind es noch und was steht eigentlich noch vielleicht auch auf meiner Bucketlist und was ist wirklich wichtig, was möchte ich jetzt anders machen in diesem letzten Drittel? Oh mein Gott, das sind schon 5 Fragen gewesen jetzt. Du kannst dir eine aussuchen. Ich darf mir eine aussuchen? Mhm. Naja, wenn du 50 wirst und 25 letzte Sommer zum Titel hast, dann denke ich mir, oh mein Gott, nur so viele noch? Ich denke, man hat noch 45 letzte Sommer, wenn man 50 wird. 79 hat der Müntefering gerade gesagt, der deutsche Durchschnittsmann war 79? Ja, der also sind ja nicht Durchschnitt. Letzte Sommer, genau. Das sagen wir mal so, das wollen wir ja nicht sagen. Das kommt immer wieder, das Thema. Mhm. Ich habe noch das Glück gehabt, vor 2,5 Jahren noch mal Vater zu werden. Also da gibt, sagen wir mal so, da hält man ja dann auch immer wieder, Sie haben vorhin davon gesprochen, man ist alleine, der Mann stirbt und die Kinder sind nicht da und keiner kommt runter, einen Stuhl zu rücken. Vielleicht, also wir haben uns so ein bisschen schon so eingerichtet, dass wir, also die sind alle ein paar Jahre auseinander. Die sind zwischen 2,5 und Mitte 20, ne? Deine ja, 4 mit Kinder. Ja, 23, 15, ja. 10, 2,5. Also mit der 23-Jährigen lebe ich nicht zusammen, aber mit den anderen dreien. Da ist schon, da passiert immer wieder in ein paar Jahren Abständen wieder mal was von vorne. Was nicht ganz unbewusst war, das noch mal zu machen, weil es einfach also richtig noch mal Karacho in die Bude bringt und einen fordert, toll fordert. Es ist streng an, aber es ist, ich finde es super, nach wie vor. Und diese Fragen gibt es immer wieder, meistens nachts zwischen 4 und 5. Also morgens früh, so eine Zeit, die ich gar nicht so gerne mag, aber die ist etwas... Das ist schrecklich. Da stehe ich noch nicht auf. Also schrecklichste Zeit. Zum Drehen stehe ich auch immer mal auf, aber so dieses Everyday nicht. Aber es ist so, irgendwie irgendein Organ springt da, glaube ich, an auch. Die Lunge. Aber das ist interessant, dass du Substanz, das... Irgendwas, und dann wird man wach. Und wenn man Sachen in der Birne hat, die kommen dann und die beschäftigen einen. Und das ist furchtbar. Sie lachen. Ich möchte kurz eins sagen. Ich habe, Herr Müntefering, die Bilder, die man von Ihnen immer gesehen hat... sind heute Abend immer voller, Sie lachen aus vollem Herzen. Ob Sie mit, egal mit wem Sie zusammenstehen, Sie haben immer mit vollem Herzen gelacht. Ich glaube, ich habe eins gesehen, das war mit Schröder, glaube ich, mit Gerd Schröder, wo Sie, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, Sie lachen. Also das muss ich, das werde ich heute aus diesem Abend auf jeden Fall mitnehmen, dass dieses eins von den drei, das ist,